Ich habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird. AfD. Ein Stück Wasser, gut. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen, ich möchte die Gelegenheit jetzt mal nutzen, ein paar selbstverständliche Voraussetzungen der KI-Nutzung anzusprechen, für die man eigentlich weder Strategiepapiere noch Expertenrunden braucht, damit mal deutlich wird, wo eigentlich die Problematik in Deutschland und Europa liegt. Erstens Sicherheit. Unter den Top 10 der Hardwarehersteller ist kein einziges europäisches Unternehmen. Unter den Top 10 der Internetunternehmen befindet sich auch kein einziges aus Europa. Und unter den Top 10 Softwareherstellern ist nur ein einziges Unternehmen, das bekannte SAP aus Walldorf. Und unsere zukünftigen Mobilfunknetze werden wohl chinesisch sein. Das ist die Situation. Und wie wollen Sie denn, liebe Kollegen der Regierung, die Kontrolle über die Daten, über die wir heute sprechen, die Kontrolle über die Daten unserer Bürger behalten? General Leinhaus, Inspekteur des Bundeswehrkommandos Cyber und Informationsraum, warnte mehrfach vor dem digitalen Verteidigungsfall und den Konsequenzen für unsere Gesellschaft. Gerade in den besonders vielversprechenden Anwendungsbereichen, das haben wir heute auch schon gehört, für künstliche Intelligenz, ist Datensicherheit die wichtigste Grundvoraussetzung. Zum Beispiel im Gesundheitswesen oder bei der Entbürokratisierung oder bei der Verschlankung der Behörden. Dazu brauchen wir schnell eigene europäische Datenräume. Zweitens Bürgerrechte. Bei der möglichen Verarbeitung der Daten in der Verwaltung muss sichergestellt sein, dass weder Behörden noch Unternehmen den Bürger einen Nachteil aus den erhobenen Daten verschaffen können. Wir wollen keine chinesischen oder amerikanischen Verhältnisse, liebe Kollegen. Die Politik darf nicht zulassen, dass Versicherungsbeiträge, Kreditbedingungen oder der Zugang zu medizinischer Versorgung so optimiert werden, dass Individuen oder ganze Gruppen systematisch benachteiligt sind. Unsere Demokratie braucht dazu unabhängige Kontrollgremien, Bürgerbeteiligung auf allen Ebenen und Zwang zur Transparenz. Bildung. Solide KI-Grundlagenforschung und breit aufgestellte Anwenderbildung sind Voraussetzungen einer gesellschaftlich nutzbringenden und vor allem
gesellschaftlich akzeptierten Verwendung künstlicher Intelligenz. Wir brauchen einen zentralen KI-Campus und Versuchsräume für neue Technologien. Die Regierung hat sich aber auch hier als Meister der Ankündigungen erwiesen. Sie wollten in ihrer Strategie 100 KI-Professoren besetzen. Gewonnen haben sie bisher 2. Liebe Kollegen, 2 KI-Professoren. Laut Fraunhofer-Institut fehlen in Deutschland 85.000 Akademiker im Bereich Datenanalyse und Big Data. Händeringend werden mehr als 10.000 IT-Experten mit Kenntnissen in Advanced Analytics und Data Science gesucht. Wie wollen wir diese Lücken schließen in den nächsten Jahren? Verbessern Sie endlich die Forschungsbedingungen. Wenn es am Geld fehlt, streichen Sie doch die Gender-Studies-Professuren. Dann wird das vielleicht noch was. Musste kommen, ja. KMU, Mittelstand. Wenn wir den großen Datensammlern wie Google, Amazon oder Tencent den ungebremsten Zugang zu den europäischen Zukunftsmärkten gestatten, wird vom deutschen Mittelstand nur eine vage Erinnerung zurückbleiben. Datenverfügbarkeit ist der alles begrenzende Faktor, das wissen Sie. Es ist für kleine und mittlere Unternehmen viel schwieriger, eigene Algorithmen zu trainieren, wenn die Trainingsdaten möglicherweise bei Google, AWS oder Citrix gespeichert sind. Es ist eine Binsenweisheit des Digital Business. Es gewinnt immer der, der über die größere Datenmenge verfügt. Ich bezweifle sehr, dass das später der Tischler aus Kempten oder der Maschinenbauer aus Göppingen sein wird. Die Politik muss Rahmenbedingungen für eine europäische Open-Data-Lösung schaffen. Ich möchte, dass unsere Kinder sich noch eine handgeschnitzte Weihnachtskrippe aus dem Erzgebirge kaufen können und nicht nur das Kunststoffprodukt aus dem 3D-Drucker in Shenzhen. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Dankeschön. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird. Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Ich habe Angst vor euch zu reden. Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los?